Herzlichen Dank. Ich begrüße auch alle ganz herzlich zusammen. Ich bin heute in München bei strahlendem Sonnenschein, aber sehr kaltem Wetter. Der Wintereinbruch steht uns unmittelbar bevor, weswegen wir uns wieder an unsere Computer zurückgezogen haben. Nichtsdestotrotz ganz herzlichen Dank für die tolle Organisation. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, denn es ist ein spannendes Thema, das mich schon relativ lang beschäftigt. Ich bin hier in der Kanzlei, die nennt sich SKW Schwarz. In der Schweiz haben wir keine Büros, sondern 4 in Deutschland, nämlich in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Wie gesagt, ich sitze in München und wir sind hier mit ungefähr 150 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten unterwegs, vor allem im Bereich eben moderne Rechtsthemen, Digitalisierung, IT, IP, Medien und M&A und alles, was letztendlich dazugehört. Insofern eine Kanzlei, die schon seit 60 Jahren unterwegs ist, mit sehr viel Know-how, sehr viel Legacy und sehr viel toller Basis, auf der man aufbauen kann, aber natürlich mit der Herausforderung und der Frage, dass man sagt, wie stellen wir uns eigentlich jetzt den modernen Zeiten? Und ich bin eingeladen worden, um heute mal ein bisschen zu berichten, was wir denn so in den letzten Jahren gemacht haben, um das Thema Legal Tech auch entsprechend voranzubekommen. Und dementsprechend würde ich jetzt hier auch die Präsentation teilen zum Thema, wie bringt man Legal Tech in die Köpfe der Beteiligten? Ich selber bin relativ affin dem Thema gegenüber Legal Tech schon deswegen, weil ich angefangen habe 1985 mit dem Commodore-Computer Programmierung zu machen. Das war noch vor der Zeit, als man die irgendwie verbinden konnte mit anderen Rechnern, habe aber dann sehr stark eben den Bereich Internet auch miterlebt und Anfang der 90er Jahre Internetseiten programmiert und vielleicht sogar schon eine Legal Tech-Plattform damals programmiert, rechtpraktisch.de, die 1999 am Netz war. Leider war das zu einer Zeit, bevor Legal Tech aktuell geworden ist, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon reich. Aber insofern habe ich mich dazu entschieden, Anwalt zu werden. Und gleichzeitig hat mich natürlich dieses Thema Technik und Recht schon immer sehr beschäftigt. Denn einerseits bin ich Rechtsanwalt eben für diese Bereiche Digital Legal Solutions, aber also alles, was im Internet zu tun hat, mit Plattformen, mit Corporate Influencern. Also insofern schon affin auch zu dem Thema IT. Aber andererseits eben so mit der Frage, dass man sagt, wie können wir denn eigentlich mit den Computern die Anwaltsarbeit unterstützen? Und da war ich natürlich schon früh dabei zu sagen, wir schaffen die Schreibmaschinen ab und versuchen das durch Computer zu ersetzen. Und habe dann aber, 2016 war das, festgestellt, dass so diese Frage mit den Computern doch sehr stark von der Angst immer geprägt war aus Sicht der Anwaltschaft. Und es gab ja damals so noch die Mythen, oh, jetzt kommen die Computer und die schaffen uns alle ab, da kommen wir überhaupt nicht mehr weiter, was machen wir da nur? Und ich bin dann 2016 relativ enttäuscht von der Konferenz zurückgekommen, wo eben das Thema Anwalt und Computer sehr, sehr oberflächlich behandelt worden ist und nur so nach dem Motto, die Computer schaffen uns alle ab. Aber ich habe dann gesagt, eigentlich ist es doch sehr spannend, was man mit Computern machen kann, wie Computer auch die Anwaltschaften, das anwaltliche Arbeiten unterstützen können und habe dann ein Treffen organisiert zu dem Thema und zu der Frage, dass wir gesagt haben, was wollen wir eigentlich mit den Computern machen? Wo wollen wir dahin gehen? Und dieses Thema war in der Tat, und das ist so wahrscheinlich auch ein bisschen der rote Faden für den heutigen Vortrag, eine Hands-on-Solution, weil wir eben immer nicht viel diskutieren und reden wollten oder theoretisieren wollten, sondern da versucht haben, das letztendlich in der Praxis irgendwie weiterzuentwickeln. Und dementsprechend habe ich dann ein Bildchen gemalt und habe dann das Legal Tech Hands-on Exchange ins Leben gerufen, wo wir in München dann eingeladen hatten und die verschiedenen Player dabei hatten, eben aus dem Bereich Anwaltschaft, also verschiedene Kanzleien, die hier ansässig sind, aber eben auch die Legal Tech Unternehmen, die Technikunternehmen, die Verlage waren dabei, die Finanzinvestoren und das war dann in der Hochzeit besetzt mit knapp 100 Leuten, die wir hier praktisch vor Ort hatten, um so einen Austausch zu machen, wirklich sehr, sehr hands-on, aber vor allem immer mit der
Frage gestartet, dass wir gesagt haben, was für ein Legal Tech Tool hattet ihr denn heute schon im Einsatz? Ja? Und Sie können sich vorstellen, 2016 ist diese Frage oft noch beantwortet worden damit, dass man gesagt hat, ich hatte heute schon mein Word offen, ja, oder ich habe meinen Computer eingeschaltet und da laufen ja lauter Legal Tech Software, ja. Also insofern, das war ganz spannend eben zu sehen, wie sehr da noch die, oder wie wenig Berührungspunkte tatsächlich mit Legal Tech Tools damals bestand. Und das hat sich in den letzten 5 Jahren natürlich dramatisch verändert. Aber ich habe damals natürlich schon die ersten Impulse in die Kanzlei auch zurückgeben können, denn ich hatte im Prinzip da den Austausch in der Branche, ich hatte den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Es sind immer mehr Leute aus der Kanzlei dann auch bei diesen Treffen dabei gewesen und das war eben sehr spannend zu sehen, wie so die ersten Schritte im Bereich der Legal Tech Firmen dann gestartet sind. Und das Ganze hat mich habe ich im Prinzip angefangen damit, dass ich eben ganz normal Rechtsanwalt hier in der Kanzlei war. Und in der Zwischenzeit bin ich dann ins Management der Kanzlei gewählt worden, erst als COO und dann als CEO, was natürlich mir die Möglichkeit dann eben geboten hat, diese Begeisterung und diese Ideen auch noch in anderen Bereichen in der Kanzlei entsprechend umzusetzen. Und dazu kann ich vielleicht einen kurzen Exkurs machen, weil das im Sinne der Entwicklung der Kanzlei auch ganz relevant ist hier für den Bereich Legal Tech. Denn wir haben in den letzten 4, 5 Jahren auch sehr stark an der Professionalisierung der Kanzlei gearbeitet. Wir haben einerseits einen Nicht-Juristen als COO bei uns etabliert, was damals sicherlich eine ganze Menge Diskussionen mit sich gezogen hat, aber sich jetzt herausgestellt hat, dass es eine hervorragende Lösung war, eben um das unternehmerische Denken, um quasi die Professionalisierung in der Kanzlei entsprechend voranzutreiben. Haben dann ein Service-Units-Team aufgebaut, auch eben Nicht-Juristen, auch wenn ich dieses Wort überhaupt nicht mag, aber halt Profis in ihren Bereichen, die diese Themen wie Marketing, wie Business Development, wie Controlling, wie Finanzbuchhaltung und so weiter für uns in professioneller Weise umsetzen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der sich nachher auch noch mal ein bisschen zeigen wird. Bevor man mit Legal Tech anfängt, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man eben auch einfach die ganzen Hausaufgaben macht. Auch wenn das tatsächlich sehr viel unsexier ist, als zu sagen, ich mache jetzt hier die Shishi-Tools, die bunt sind und lustig blinken, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man eben sagt, man baut eine vernünftige Basis auf mit einem vernünftigen Zahlenwerk, mit vernünftiger, verlässlichem Controlling für das, was man als Wirtschaftsunternehmen, als Wirtschaftskanzlei ja auch macht, was dann eben wiederum ganz wichtige Voraussetzungen für den Einsatz von Legal Tech sind und was dann im Prinzip auch eben das Legal Tech voranbringen kann. Wir haben das Ganze dann überführt in die Ägide der sogenannten Legal Hackers. Das ist eine weltweite Organisation von Leuten, die sich mit dem Thema Legal Tech und Digitalisierung der Anwaltschaft beschäftigen, sodass das Thema der Legal Tech Hands-on Exchange Meetups entsprechend nach wie vor weiterläuft, aber mit einigen anderen Kollegen, die nicht aus der Kanzlei stammen und sehr viel neutraler, gleichzeitig aber eben auch nach wie vor ein extrem guter und wichtiger Austausch, um eben zu verstehen, was in der Praxis passiert. Und eine der Erkenntnisse war schon relativ früh bei uns in der Kanzlei, dass wir gesagt haben, wir dürfen als Rechtsanwälte ja, sagen wir mal, einen gewissen Bereich von Sachen machen, ja, also gerade Rechtsdienstleistungen. Aber in Deutschland ist jedenfalls das Thema Gewerbesteuer und Gewerblichkeit ein Thema, das gerade in dem Legal Tech-Bereich sehr hoch rauf und runter diskutiert wird, weil wenn man gewerbesteuerpflichtige Dienstleistungen erbringt, kann das zu einer Infektion der gesamten Kanzleiarbeit führen und damit eben dazu führen, dass die Kanzlei Gewerbesteuer zahlen muss. Das müssen die Kanzleien momentan noch nicht zwingend, auch wenn einige schon dazu übergegangen sind, dass man das macht. Und das ist sicherlich, sagen wir mal, eine mittelfristige Frage, der sich alle Kanzleien stellen werden müssen, ob das eine sinnvolle Lösung ist oder nicht. Denn nicht nur aus dem Thema Legal Tech kommen da sehr viele Belastungen in den Bereich eben rein, wo man sagt, kann ich mich da noch guten Gewissens was zurücklehnen und sagen, ich bin nicht gewerbesteuerpflichtig. Das war jedenfalls für uns einer der Auslöser dafür, dass wir gesagt haben, wir gründen eine spezielle GmbH für die Kanzlei, die eben zur Kanzlei auch gehört, die SKW Schwarz at Tech GmbH. Und während die Gewerbesteuer zwar der Auslöser ist, war es aber vor allem ein extrem wichtiger Punkt, wie sich herausgestellt hat, um das Thema Legal Tech
in den Köpfen der Leute erstmal zu verankern, dass die Leute wirklich auch gesehen haben, hey, die nehmen dieses Thema so wichtig, dass sie dafür sogar eine eigene GmbH gründen, dass wir die ganzen Arbeiten, die wir in dem Zusammenhang machen, dann auch auf diese GmbH entsprechend fokussieren und dass da im Prinzip wirklich diese Wichtigkeit von dem Thema wichtig ist und verstanden wird auch. Und das Ziel der GmbH war einerseits eben die Förderung von Legal Tech, aber vor allem auch die Änderung des Mindsets in den Köpfen der Leute und das Erstellen von Tools, sodass wir eben uns gewünscht haben, dass wir sagen, wir wollen auf Augenhöhe mit Dienstleistern aus dem Tech-Umfeld, aus dem Legal Tech-Umfeld entsprechend arbeiten und verhandeln können und wollten da in dieser Art und Weise eben ein vernünftiges Inhouse-Know-how aufbauen. Was wir aber klar schon damals nicht wollten, war, wir wollten kein IT-Dienstleister werden, weil wir gesagt haben, dafür gibt es Profis und das können wir im Prinzip mit der wenigen Manpower, die wir haben, im Prinzip nicht abbilden. Deswegen haben wir gesagt, also wenn, wollen wir im Prinzip fremde Tools nutzen, allenfalls anpassen oder eben mit Technikern zusammen die Tools dann entsprechend modifizieren, aber nicht selber komplette Tools entwickeln. Und was wir auch entschieden hatten, ist, dass wir eben nicht Investoren werden wollten. Das heißt, wir wollten nicht in Legal Tech Tools entsprechend investieren. Denn unser Ziel insgesamt als Kanzlei ist ja die Rechtsberatung. Und die wird natürlich in der Tat links und rechts gerade angegriffen von verschiedenen Bereichen. Wir haben, sag ich mal, auf der rechten Seite den automatisierten Bereich, ja, die komplett durchstrukturierten Rechtsberatungsfirmen, die im Prinzip sich einen kleinen Teilbereich rausgepickt haben und den automatisiert haben. Ich denke da an Flightride, an geblitz.de, an im Prinzip wirklich sehr gestreamlinete Prozesse. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich noch das klassische Anwaltsgeschäft, die manuelle, die Bespoke-Arbeit, wie sehr gerne genannt wird, wo man eben sagt, das ist zwar auch nach wie vor der Hauptteil der Rechtsberatungsdienstleistung, aber wo wir uns gerne hin positionieren wollen, ist eben in den mittleren Bereich, dass wir so eine Mischung machen aus automatisiertem Überbau, also sprich automatisierten Kundenportalen, automatisierter Anknüpfung an die Systeme von unseren Kunden und dann, falls es erforderlich ist, eben hier standardisierte Rechtslösungen anzubieten oder falls nötig auch natürlich dann die manuell anzupassen, wobei wir dann natürlich mit dem Know-how, das wir in die Standards reingesteckt haben, wahrscheinlich sehr gute Berater sind, um das entsprechend umzusetzen. Das ist einmal so die grundsätzliche Herangehensweise. Denn was wir glauben, was in dem Bereich sehr wichtig ist, ist, dass wir sagen, wir haben einerseits natürlich einen tollen Kundenstamm als erstes wichtiges Element, dass wir sagen, wir haben tolle Kunden, mit denen wir arbeiten können, wo wir wirklich tolle Fälle auch bearbeiten dürfen und immer wieder top-notch neueste Rechtsprechung, spannende Sachen machen dürfen. Der zweite wichtige Punkt ist die Frage der Leute, also sprich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kanzlei, wo wir auch merken, dass eben dieses positive und zukunftsgewandte Image uns sehr viele Vorteile verschafft, um da auch gerade im Nachwuchsmarkt entsprechend gut aufgestellt zu sein. Das ist der zweite wichtige Bereich. Und ein dritter wichtiger Bereich ist eben der sich immer mehr rauskristallisiert, dass es sehr wichtig ist, nämlich die Frage, wie bringe ich denn dann jetzt meine Rechtsdienstleistung von den Mitarbeitern zu den Kunden, also sprich die sogenannte Delivery von den Rechtsdienstleistungen. Ein Bereich, der, glaube ich, in vielen Kanzleien noch zu wenig Beachtung findet und der ganz, ganz wichtig werden wird, weil es eben die gesamte Art und Weise, wie Anwaltskanzleien arbeiten und wie die Leute mit den Mandanten umgehen werden, entsprechend sich verändern wird. Wir haben darüber hinaus eben dann angefangen, ein Innovation-Team zu etablieren, diese ersten kleinen Gehschritte, die wir gemacht hatten, mit der Gründung der GmbH, mit den verschiedenen ersten Projekten, die wir gemacht haben, entsprechend auch in der Praxis umzusetzen. Und haben dann eben ein Innovation-Team gegründet, wo wir verschiedene Leute mit drin haben. Wie gesagt, wir sind insgesamt keine Riesenkanzlei, deswegen haben wir da nicht Unsummen an Geld reingepumpt, sondern eher versucht, mit wirklich kleinen Schritten sinnvollen Kolleginnen und Kollegen
die sich damit beschäftigen wollen, ein Innovation-Team aufzubauen, in dem einerseits Anwältinnen und Anwälte dabei sind, aber auch wissenschaftliche Mitarbeiter dabei sind und Techniker dabei sind, die insgesamt dann letztendlich das Innovation Lab praktisch führen und da eine Schnittstelle bilden zwischen dem, was wir im Prinzip hier an Ideen haben und wie wir das Ganze umsetzen. Und um das hinzukriegen, hat sich es eben angeboten, das in dem Innovation Team, in dem Innovation Lab auch zu machen. Denn da gilt als Credo für uns Build, Measure, Learn. Also sprich, ähnlich wie bei einem Startup, dass wir sagen, wir wollen nicht immer gleich alles vorher komplett durchdenken, alles komplett irgendwie hier uns überlegt haben und dann erst anfangen. Denn die ganzen Startup-Ideen und die ganzen erfolgreichen Startups zeigen ja, dass es sehr viel sinnvoller ist, erstmal wirklich zu evaluieren, was brauchen wir denn eigentlich, das Ganze dann mal als kleinstes Produkt erstmal auf den Markt zu bringen, wo wirklich erstmal das größte Problem gelöst wird, sich das dann anzuschauen, zu überlegen, ist das überhaupt sinnvoll? Und daraus zu lernen. Und dieses Learning kann eben auch sein, dass man sagt, das war Schrott, was wir da gemacht haben, oder es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und dementsprechend muss man dann auch bereit sein, solche Sachen wieder einzustampfen, wieder zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, lassen wir einfach sein und probieren es neu. Und das ist, glaube ich, eine Denkweise und eine Sichtweise, die im Bereich von Anwaltskanzleien vielleicht nicht so populär ist und nicht so verbreitet ist, wie man sich das wünschen würde. Aber jedenfalls hatten wir uns das als Idee gesetzt für das Innovation Lab Team. Und ich hätte mir da noch mehr, sagen wir mal, Trennung von der Kanzlei auch gewünscht, was sich aber dann aufgrund verschiedener organisatorischer Themen erstmal noch nicht so umsetzen ließ. Aber wir haben nichtsdestotrotz einen sehr großen Freiraum für das Team und da eben gesagt, in dem Team wollen wir vor allem eben die Bereiche sowohl nach intern als auch nach extern überlegen, wie wir die entsprechend umsetzen können, wie wir da dieses Verständnis von Legal Tech und Nutzung von Legal Tech entsprechend einsetzen und verbessern können. Und dazu haben wir einerseits intern Schulungen vorbereitet, was wir nach extern gespiegelt haben als Seminare oder Inhouse-Workshops bei den Mandanten, wo wir den Mandanten eben auch letztendlich die Nutzung von Legal Tech erklärt haben, die Nutzung von Tools erklärt haben und gezeigt haben, wie man da entsprechend die Organisation in Rechtsabteilungen voranbringen kann. Denn das ist unseres Erachtens noch ein Bereich, der sehr stark entsprechend verbessert werden kann auch. Und wir haben auch angefangen, Tools zu bauen, und zwar sowohl auf Mandantenseite als auch bei uns intern, wo wir gesagt haben, wie können wir denn unsere Arbeit effizienter gestalten? Wie können wir das Ganze im Prinzip in der Praxis so umsetzen, dass wir damit wirklich Probleme lösen können? Und es war sicherlich so, dass wir am Anfang hier erstmal mit einer riesen Euphorie reingegangen sind und gedacht haben, jetzt kommt Legal Tech, jetzt wird sich das hier in den nächsten 2 Jahren alles verändern und wir bauen Tools und letztendlich können wir uns dann zurücklehnen und die Maschinen arbeiten für uns. Oder es skaliert so, dass alle so unendlich reich sind, dass keiner mehr arbeiten muss. War natürlicherweise etwas zu weit gedacht und zu einfach gedacht. Es hat sich aber gezeigt, dass es in der Tat eben sehr viel Kernarbeit ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wenn man mal mit dem Umsetzen von Legal Tech angefangen hat, dass man dann auch entsprechend dabei bleibt, dass man dann auch, wenn es hart ist, wenn man aber im Prinzip auch nur kleine Schritte vorangeht, trotzdem dabei bleiben muss und das entsprechend machen sollte und tut. Denn dann ergeben sich plötzlich hier Effekte, die ganz spannend sind und die mich auch in der Praxis immer wieder mal weitergebracht haben und motiviert haben, eben das Ganze zu machen. Gut, wie haben wir das jetzt in der Praxis umgesetzt? Wir haben 2019 uns am Markt umgeschaut und haben gesagt, was gibt es denn eigentlich hier für Tools, die am Markt relevant sind und die gut funktionieren und die man entsprechend einsetzen kann, und sind dann einer der ersten Kunden der Firma Brighter geworden und haben Brighter im Prinzip versucht, entsprechend einzusetzen, haben auch mit denen sehr viel und sehr gut zusammengearbeitet, um auch an dem Tool weiterzuschrauben, um zu überlegen, wie wir denn das Ganze in der Praxis umsetzen können, wie wir das einsetzen können.
Und ich denke, die meisten dürften es kennen, die sich mit dem Bereich Legal Tech beschäftigen, denn das ist ja eines der Paradebeispiele und eine der erfolgreichen Plattformen, die sich im Legal Tech Bereich hier mittlerweile ja auch international super etabliert haben. Es ist aber im unterm Strich eine No-Code-Plattform, mit der man eben sehr schön Entscheidungsautomatisierung und auch Dokumentengenerierung bis zu einem bestimmten Teil umsetzen kann und das Ganze eben an verschiedene Datenbanken andocken kann. Aus meiner Sicht war das damals eben die richtige Wahl, weil Brighter einen sehr breiten Einsatzbereich hat. Das heißt, wir konnten da sowohl im Bereich Assistenz als auch im Bereich Anwältinnen und Anwälte als auch im Bereich Kundentools eben hier mit einer Software dann schon relativ schnell ganz spannende Produkte umsetzen. Und gleichzeitig ist es so, dass eben die Einstiegshürde bei Brighter extrem niedrig ist, denn die Schulung, die man braucht, um die Software wirklich verwenden zu können, ist zumindest mal versprochen worden damals, dass das innerhalb von ein paar Stunden passiert. Und da haben wir gesagt, naja, also wenn ihr uns sowas versprecht, wir vertrauen euch, ja, aber wir würden das natürlich gerne mal in der Praxis erleben und haben dann tatsächlich zusammen mit Brighter im Anfang 2019 schon einen Hackathon ins Leben gerufen, wo wir in der Kanzlei praktisch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgerufen haben und gesagt haben, guckt mal, es gibt dieses Brighter-Tool, mit dem können wir die Aufgaben umsetzen. Fällt euch da in eurem aktuellen Arbeitsumfeld was ein, was ihr meint, dass wir automatisieren können oder standardisieren können oder mit so einem Tool eben effizienter gestalten können? Und haben dazu aufgerufen in der Kanzlei und das sind dann, glaube ich, 35 Leute gewesen, die sich gemeldet haben, was für uns jetzt also ein riesen Erfolg war, weil wir die dann alle praktisch eingeladen haben, eben an so einem Hackathon teilzunehmen. Und haben dann an einem Tag in der Früh wirklich erstmal ein paar Stunden Schulung für Brighter gemacht und dann den Leuten die Möglichkeit gegeben, das innerhalb von ein paar Stunden in dem Hackathon umzusetzen. Wir hatten glücklicherweise auch die Kolleginnen und Kollegen von Brighter als Support dabei, was sehr hilfreich war, weil es eben doch öfter mal irgendwelche technischen Fragen gab. Und wir hatten die Leute aus dem Innovation Lab dabei, die dann auch rumgegangen sind und bei Fragen und Umsetzungsschwierigkeiten mit der Software geholfen haben. Aber es war super spannend. Wir hatten dann natürlich eine ganz hochkarätig besetzte Jury, die dann aus den praktisch Pitches, die dann am Schluss gemacht worden sind, letztendlich die Gewinner ausgewählt haben. Für uns sehr spannend deswegen, weil sowohl im Bereich Assistenz als auch im Bereich Anwältinnen, Anwälte als auch im Bereich Mandantentools rausgekommen sind, die tatsächlich nach dem ersten Tag schon einigermaßen einsetzbar waren und verwendbar waren. Die mussten natürlich dann weiterentwickelt werden und verbessert und verfeinert werden, aber jedenfalls das Versprechen, dass man sehr schnell mit dieser Software in der Praxis das umsetzen kann, hat sich bewiesen. Plus es war eben so, dass wir wirklich einen tollen Spirit hatten von den Kolleginnen und Kollegen. Die Beteiligung war ganz großartig und letztendlich war das für uns so der Aufschlag dafür, dass wir gesagt haben, eines der Produkte, mit denen wir eben Tools umsetzen wollen, ist Brighter. Wir haben jetzt im Jahr 2021 knapp 30 Tools umgesetzt, sowohl intern als auch extern für Mandanten. Und aber auch für uns intern ist es natürlich eine sehr große Hilfestellung, weil einfach gewisse Abläufe hier so automatisiert werden können, dass man eben wirklich die Bearbeitungsgeschwindigkeit verbessern kann und vor allem aber die Qualität hochhalten kann, egal wie geschult die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die an solchen Sachen dann sitzen. Ich denke nur an, sag ich mal, so Vertragsgeneratoren, wo man sagt, normalerweise setzt man sich halt hin und sagt, naja, hast du ein Muster, dann schaut man da mal rein, hat dann im Prinzip irgendein Musterdokument und kann das entsprechend in der Praxis versuchen zu verwenden. Vielleicht vergisst man dann einen Absatz und so weiter. Da kann ich natürlich die Qualität mit so einem Tool, das zwingend wie so eine Art smarte Checkliste dann einzusetzen ist, sehr viel konstanter halten und höher halten und in der Praxis auch entsprechend umsetzen.
Und um hier mal ein Beispiel zu machen, was wir da gemacht haben, wir haben zum Beispiel einen Jurisdiction Scanner gebastelt. Ja? Und den Fall kennen sicherlich viele. Man hat öfter mal internationale Kunden, die dann möchten, dass man sagt, klärt das doch bitte mal für uns auf europäischer Ebene. Und dann ist ja unsere Aufgabe als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte immer zu sagen, okay, wir machen praktisch ein Briefing für ausländische Kanzleien, wenn wir da keine Büros haben, und müssen dann praktisch externe Anwältinnen und Anwälte einschalten. Wenn wir das machen, haben wir normalerweise und sehen das auch von vielen anderen Kanzleien, die sowas praktisch an uns schicken, gibt es dann so ein Briefing, meistens irgendwie so eine DIN A4-Seite oder eine halbe DIN A4-Seite. Ich habe die und die Frage, kannst du mir da die und die Antworten dazu geben? Und da ist das Budget. Das guckt man sich dann an, schreibt irgendwas zurück. Und das große Problem ist dann vor allem, dass eben einerseits, ich meine, das kennen Sie sicherlich alle, zwei Anwälte, drei Meinungen, man natürlich hier immer unterschiedliche Arten und Weisen von Rückmeldungen bekommt, in unterschiedlichen Längen, in unterschiedlichen Formen. Manchmal habe ich es dann als Word, manchmal habe ich es als PDF. Das muss ich dann irgendwie zusammen kopieren, um irgendwie für den Mandanten da was aufbereiten zu können. Und das ist natürlich ein riesen administrativer Aufwand. Deswegen haben wir da den Jurisdiction Scanner entwickelt, wo wir eben auf Basis von Brighter so eine Umfrage gemacht haben. In dem Fall ging es jetzt um die Frage, sagen wir, unlauterer Wettbewerb, Preiswerbung. Darf ich das so und so gestalten? Ja, also hier, wenn ich einen Preis durchstreiche, ist das okay so? Und da hätte man früher öfter mal halt einen Aufsatz zurückbekommen. Und in unserem Fall konnten wir das aber eben aufgrund der Software dann so beschränken, dass wir gesagt haben, du hast nur die und die Antwortmöglichkeiten. Ja, und du kannst nur sagen ja oder nein. Und die Antworttexte sind auch begrenzt auf eine bestimmte Länge. Und natürlich kommen alle Ergebnisse dann letztendlich landen automatisch in einer großen Tabelle, wo ich mir dann die Ergebnisse praktisch relativ schnell im Überblick habe und nicht erst manuell irgendwas sortieren muss. Das heißt also, sowohl für die Anwältin, die wir da praktisch mit beauftragt haben, als auch für uns ist es weniger Arbeit. Und dementsprechend konnten wir das für den Kunden natürlich auch zu einem spannenderen Preis anbieten. Denn im Prinzip die Anwältinnen und Anwälte, die wir eingestellt haben, waren günstiger. Wir haben unseren Share dafür bekommen und der Aufwand, diese Software zu programmieren, ist sicherlich am Anfang einmal da gewesen. Aber den Scanner haben wir jetzt schon mittlerweile, glaube ich, 10 oder 15 Mal in verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Inhalten zum Einsatz gebracht und damit relativ viel, glaube ich, an Return on Investment für die Zeit und für den Aufwand bekommen, der da reingewachsen ist. Mittlerweile würde ich auch sagen, dass wir, um sowas zu bauen, eher Stunden brauchen als Tage, geschweige denn Wochen. Denn das Know-how, das wir da mittlerweile in dem Team aufgebaut haben, ist relativ toll und relativ groß, und vor allem, in der Praxis auch wirklich, sehr, sehr oft, im Einsatz. Ein anderes Beispiel, das wir, gemacht haben, war, dass wir uns überlegt haben, der Kunde soll im Mittelpunkt stehen, Client-Centered Law Firm, wie können wir die Rechtsberatung denn, sagen wir, auf die Kunden noch besser zuschneiden und haben dann mit Startups mal eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass es für die tatsächlich ganz, ganz wichtig war, irgendwie das Thema Online-Marketing zu verstehen und zu lernen. Und haben dann gesagt, Mensch, wenn das euer Painpoint ist, da können wir euch relativ einfach ein Tool zur Verfügung stellen und haben da so eine Landingpage gebaut, wo wir als erstes Thema jetzt mal das Thema Online-Marketing-Recht reingebastelt haben mit verschiedenen Videos und Checklisten und Ideen, was die Leute eben hier brauchen und so zugeschnitten, dass es eben hier verständlich ist für Startups und auch in deren Sprache praktisch gestaltet ist. Das entwickeln wir jetzt gerade weiter mit weiteren Modulen, die eben für die Startups interessant sein können, wo wir auch mit Universitäten zusammenarbeiten können. Und während es das momentan noch kostenlos gibt, ist der Plan eben, das dann zu einer geringen monatlichen Gebühr an die Startups zu verkaufen, um ihnen da die Möglichkeit zu geben, dass sie auf diese Inhalte zugreifen können. Und zum anderen, dass sie dann eben die Informationen so aufbereitet haben und haben, wie sie es gerne möchten.
Unterm Strich, also auch da, das hat jetzt im Prinzip mit internen Tool gar nichts zu tun, sondern das ist letztendlich eine Webseite, die wir gebastelt haben mit Videos und mit sonstigem Content, den auch wir produziert haben. Aber auch da zeigt sich, man muss mit den Kunden sprechen, man muss überlegen, was brauchen die denn tatsächlich und kann dann relativ gut auch Tools umsetzen, die man dann eben in diese neue Richtung als Legal Tech Tools auch am Markt entsprechend etablieren kann. Aber es fehlt natürlich immer an Ideen und an, sagen wir mal, den Überlegungen, was brauchen wir denn eigentlich oder was können denn die Mandanten brauchen? Und um das weiterzuentwickeln, haben wir im Jahr 2021 jetzt angefangen, ein Ambassador-Training zu machen, ein Legal Tech-Curriculum, wo wir wirklich gesagt haben, so, wer von euch hat Interesse dran, wirklich mal in den Bereich Legal Tech hier auf die nächste Stufe gehoben zu werden, im Bereich Legal Tech das nicht nur als Buzzword verwenden zu können, sondern wirklich auch Legal Tech zu verstehen, was es da für Anwendungspunkte gibt, was es für Einsatzmöglichkeiten gibt und haben eben dann das Legal Tech-Curriculum ins Leben gerufen, an dem 45 Kolleginnen und Kollegen aus der Kanzlei teilgenommen haben, die sich dann über ein halbes Jahr in einem Training in verschiedenen so Lunch-Sessions, aber auch Nachmittagsworkshops zu den verschiedenen Themen ausbilden haben lassen und darüber diskutiert haben und da sich eben ein riesiges Know-how im Bereich Legal Tech angehäuft haben. Und unsere Idee war eben zu sagen, wir brauchen an möglichst vielen Stellen in der Kanzlei Leute, die affin sind für das Thema Legal Tech, die Spaß dran haben, die das auch verstehen und die auch dann eine Brücke schlagen können zu dem Innovation Lab und zu der Umsetzung. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Wir haben diese Ambassadors eigentlich in allen Fachbereichen etabliert. Wir haben die in allen Standorten etabliert und wir haben die in allen sonstigen Practice Groups so etabliert, dass eben überall Leute sitzen, die dieses Thema können. Die sind erkennbar an einem quasi grünen Buch, das sie auf ihrem Schreibtisch liegen haben können. In der Tat, ja, ein echtes Buch aus Papier, so viel zum Thema Digitalisierung. Unsere Idee war aber eben zu sagen, so ein Buch muss ich auf dem Schreibtisch liegen haben, damit ich ständig dran denke. Und letztendlich haben wir da einfach nochmal die ganzen Inhalte reingepackt aus dem Thema der Ausbildungen, also sprich das Thema Prozessanalyse, Datenanalyse, Text Automation, Data Intake and Flow, Decision Automation, Projektmanagement und so weiter. Und dann aber einen Business Canvas entwickelt für uns, für SKW, ein Merkblatt entwickelt, wo man relativ schnell auf Papier mit ein paar Mal ankreuzen über ein Formular, das wir über Legal Design dann auch noch aufhübschen und von der Usability her sinnvoll machen lassen haben, sehr schnell entscheiden kann, wenn ich auf eine Idee stoße, die mir ein Mandant bringt oder wenn ich irgendwie mit einem Mandant mal spreche und sage, Mensch, das wäre eine Sache, die vielleicht interessant sein könnte, dass ich dann überlege, ist das überhaupt ein Fall fürs Innovation Lab? Macht das Sinn, da über Legal Tech nachzudenken? Und das kann ich in ein paar Minuten über so einen Fragebogen selber ausfüllen, selber entscheiden und dann damit eben zu einem Ambassador rennen, der dann sagt, guckt, sprech mal mit dem und dem vom Legal Tech, vom Innovation Institut. Die können euch letztendlich helfen und sagen, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Und das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Also wir haben dieses Jahr, wie gesagt, schon knapp 30 Tools umgesetzt. Und entsprechend da ist der Flow an Informationen wirklich gestartet, dass das Thema Legal Tech eben in die Köpfe von den Leuten, reinkommt. Aber wir wollen es eben auch nicht nur auf das Thema Legal Tech beschränken, denn ich glaube, es ist insgesamt dieser Thema Innovation, der ganz wichtig ist für Anwältinnen und Anwälte, dem wir uns gerne entziehen können, aber meines Erachtens nicht dürfen. Und deswegen haben wir als neues Format auch noch die sogenannten Innovation Talks alle 14 Tage, 15 Minuten Zukunft ins Leben gerufen, wo wir über die verschiedensten Themen, Top-Notch-Themen aus der Industrie sprechen. Zum Beispiel 3D-Druck, 4D-Druck, zum Beispiel autonomes Fahren, zum Beispiel Blockchain und der aktuelle Einsatz, ist es überhaupt noch relevant und so weiter. Ganz viele Themen, wo wir jetzt schon bis Mitte des nächsten Jahres eigentlich die ganzen Themen voll haben mit spannenden neuen Weiterentwicklungen, um die Leute immer wieder weiter anzustoßen und zu sagen, hey, wir wollen hier in dem Thema Legal Tech weiterarbeiten, wir wollen uns da weiterentwickeln.
Und das Ganze ist dann auch tatsächlich belohnt worden, indem wir einen Preis bekommen haben von der Wirtschaftswoche Best of Legal Awards, wo wir in der Kategorie Produkte und Services gewonnen haben und uns gegen einige wirklich namhafte Konkurrentinnen und Konkurrenten auch praktisch hinweggesetzt haben. Insofern war es ein toller Erfolg fürs Team, hat gezeigt, dass das, was wir da am Anfang auch gemacht haben, auch nach außen wahrgenommen wird. Und das bringt mich auch im Prinzip auch schon zu meinem Fazit. Denn das Wichtige ist wirklich, kleine Schritte machen ist der Anfang und das, wenn ich durchhalte, kann auch zu tollen Erfolgen führen. Und es ist wirklich ganz wichtig, nicht einfach nur Legal Tech zu machen, damit man sagt, ich mache Legal Tech. Und es ist schwierig, die echten Probleme zu finden und in der Praxis sich wirklich mal innezuhalten, durchzuatmen und zu sagen, hey, was stresst mich eigentlich an meinem Arbeitsalltag? Ich merke es aber vielleicht teilweise gar nicht und kann im Prinzip hier da natürlich immer mit Workarounds drüber hinwegarbeiten. Aber wenn ich effizienter werden will, langfristig, muss ich da hinschauen und solche Probleme finden, dann meine Gewohnheiten ändern, das entsprechend umzusetzen und ganz, ganz wichtig eben wirklich die Leute mitzunehmen, mit den Leuten zu sprechen und dann entsprechend das Mindset von den Leuten zu verändern, auf die Zukunft einzustellen. Das zahlt ein im Bereich auf das Recruiting, weil man dann wirklich auch im Bewerbermarkt irgendwie gut dasteht. Die jungen Kolleginnen und Kollegen schätzen das sehr, aber auch Partner und Quereinsteiger, die sagen, hey, meine Kanzlei ist nicht so toll organisiert, ihr denkt weiter, ihr denkt an Legal Tech. Das ist zukunftsfähig, da will ich hin und diese Zukunftsfähigkeit der Kanzlei jetzt zu steigern und entsprechend weiterzuentwickeln, ist genau das Ziel dieser Aktivitäten, die wir gemacht haben. Insofern danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an Sie.